Ja, Kulturservice ist schon etwas ganz Einzigartiges. Wir sind ja das einzige Bundesland, das das auch anbietet. Es geht darum, dass Kulturschaffende in die Schulklassen gehen und dabei eben auch Kultur vermitteln. Und das in einer ganz, ganz großen Bandbreite von Schauspiel über bildende Kunst bis hin zum Gesang, aber auch Medienbildung wird dabei auch gelehrt und wird unterrichtet. Und das fördert vor allem auch die Kreativität unserer Jungen. Wir haben ein sehr, sehr tolles Angebot. Wir haben gerade in diesem Jahr 2330 Angebote für Schülerinnen und Schüler gehabt, in den unterschiedlichsten Bereichen. Also da geht es um bildnerische Themen, es geht um musikalische Themen, auch im Medienbereich. Also ein umfangreiches Programm mit allen Facetten. Und wir haben 45.000 Schülerinnen und Schüler erreicht. Also die Hälfte von allen Schülerinnen, die wir in Tirol eigentlich haben. Und ich glaube, dass es einfach sehr, sehr gut angenommen wird, dieser erste Kontakt von Kindern in Bezug auf Kultur, auf alle Bereiche der Kultur. Das hat einen ganz, einen großen Mehrwert und wird auch für das weitere Leben, auch für die Kinder, sehr, sehr viel bringen. Wir stehen gerade vor der Aula und ich freue mich sehr, was unsere Nachbarklassen und Klassen uns heute zeigen werden. Und ich bin sehr gespannt und freue mich. Ich bin auch gespannt, was sie da jetzt machen. Und ich freue mich, dass ich in der Schule bin. Das Tiroler Kulturservice, eine Stelle in der Bildungsdirektion, feiert heuer seinen 50. Geburtstag. Die Erfolgsgeschichte, diese Zusammenarbeit der Bildungsdirektion mit der Abteilung Kultur, währt also schon seit 1974. Vom 3. bis zum 5. Juni feiern wir dieses große Jubiläum und laden zu uns ins Landhaus 2, ins Haus der Bildung ein. Dort wird es an den Vormittagen ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche zu sehen geben.